So, herzlich willkommen. Freut mich, Sie alle hier begrüßen zu dürfen, zu unserer Webinarreihe Erweitern Sie Ihren eigenen AutoCAD IQ. Das ist nun die 25. Folge dieser Serie. Diesmal haben wir das Thema AutoCAD 2017 neue Funktionen. Begrüße hier neben mir, mein Name ist Bernd Gerstenberger. Ich begrüße hier neben mir Carsten Sänger. Wieso kann ich jetzt weiterklicken? Ich kann nicht weiterklicken. Einen Moment, da habe ich jetzt Next Slide. Ups. Wir beide arbeiten hier im Produktsupport für unterschiedliche Produkte. Carsten Sänger, sein Schwerpunkt ist AutoCAD Civil 3D und InfraWorks. Dazu noch AutoCAD Autodesk Recap und AutoCAD Map 3D, ebenfalls ein bisschen. Und natürlich werden auch AutoCAD-Fälle von ihm behandelt. Mein Name ist Bernd Gerstenberger. The broadcast is now starting. All attendees Ich are in supporte AutoCAD listen-only Plan mode. 3D, AutoCAD P&ID, ebenfalls Recap und ebenfalls AutoCAD. Und das ist das Thema heute, AutoCAD 2017, neue Funktionen. Und bevor wir beginnen, zuerst noch ein paar Informationen. Zögern Sie nicht, Fragen im Chat oder im Fragenfenster zu stellen. Ich werde sie nebenbei beantworten, während Carsten dann die eigentliche Präsentation hält. Im Anschluss gibt es noch eine Frage- und Antworteinheit. Die Präsentation wird aufgezeichnet und sie ist später verfügbar als Download. Sie werden dann später auch eine E-Mail bekommen mit den eigenen Links dazu. Bevor wir jetzt beginnen, möchte ich noch mal ganz kurz auf die neue deutsche Community-Website aufmerksam machen. Wir haben jetzt ein deutschsprachiges Forum zu den Themen, die Sie hier oben sehen, also die gesamte AutoCAD-Produktfamilie, dann Inventor, Revit und noch ein paar andere Themen. Zögern Sie nicht, dort Ihre Fragen zu stellen oder auch Ihr Wissen dort zu teilen. Gleich noch vorneweg die Information, das nächste Webinar findet dann am 12. Mai statt. Dem ist noch nicht ganz klar, das wird dann aber rechtzeitig mitgeteilt. Grundsätzlich wird diese Webinarreihe vom technischen Support gehalten, eben von uns beiden. Normalerweise dauert es 40, 50 Minuten lang eine Demo und dann gibt es noch Fragen und Antworten im Chatfenster oder auch live. Sie können auch am Telefon damals fragen. Die Präsentation wird aufgezeichnet, die Links, wie gesagt, werden danach verschickt. Hier sehen Sie dann auch zwei andere Links. Erweitern Sie Ihren AutoCAD IQ Webinar Playlist. Da finden Sie alle Videos zu schon vorhandenen Webinaren. Allerdings, das ist jetzt der Link zu den englischsprachigen Webinars. Darunter finden Sie dann den Link zu den deutschsprachigen Webinars. Da finden Sie die Aufzeichnung. Sie finden dort auch die Handouts oder die PowerPoint-Präsentationen, eventuell sogar noch irgendwelche Beispielzeichnungen, um das Ganze nachzustellen. Hier mal die zwei Links, einmal zum deutschen und einmal zum englischen Forum. Und dann gibt es natürlich noch das AutoCAD Beta-Programm. Dieses Jahr ist es schon vorbei, aber es wird für die 2018 sicherlich auch bald wiederkommen. Und wenn Sie da sich beteiligen wollen und auch vielleicht auch die Entwicklung des neuen Produktes beeinflussen wollen, dann zögern Sie nicht und nehmen Sie einfach daran teil. Senden Sie dann eine E-Mail an die beiden angegebenen E-Mail-Adressen, einmal für AutoCAD und einmal für AutoCAD LT, um an diesem Beta-Programm teilzunehmen. Hier, das, wie gesagt, das ist jetzt schon die 25. Folge dieser Webinarreihe. Hier sehen Sie die letzten 10 Folgen, die es schon gibt, die Sie schon über den einen Link, den ich Ihnen vorhin gezeigt habe, auch schon noch runterladen können nachträglich. Und was gibt es noch? Bevor wir jetzt wirklich beginnen, habe ich noch zwei Fragen an Sie. Bitte wählen Sie die für Sie zutreffende Antwort aus. Die erste Frage lautet, ist dies Ihr erstes AutoCAD-Webinar? Warten wir noch. Es wird noch rege geklickt. Okay. Prozent haben schon ihre Meinung abgegeben, 86%, 90%, ach, die letzten 10% kriegen wir auch noch hin.
Also gut. Achtundfünfzig sagen, ja, das ist ein ihr erstes Webinar. Da sage ich ganz besonders herzlich willkommen, aber auch bei den 42, die schon teilgenommen haben, herzlich willkommen zurück. Dann meine zweite Frage. Welche AutoCAD-basierte Anwendung verwenden Sie eigentlich? AutoCAD, AutoCAD LT, dann mehr so der AEC-Bereich, Architecture, MEP, Plan 3D oder Civil 3D, Map 3D oder irgendwas ganz was anderes. So, okay, schließen wir das. Ja, also die allermeisten von Ihnen verwenden es am AutoCAD. Allerdings auch die anderen, die Verticals, Architecture, Civil und so weiter, sind stark verbreitet. AutoCAD LT ist auch noch sehr, sehr häufig. Danke dafür. Ja, jetzt kommen wir wieder zurück zu unserer PowerPoint-Präsentation. Na? Und wir beginnen jetzt mit der eigentlichen Präsentation. Ich übergebe jetzt an Carsten Senger, mein Kollege, der hier rechts neben mir sitzt. Bis nachher. Danke. Ja, vielen Dank, Bernd. Von meiner Seite auch nochmal ein herzliches Willkommen zu diesem Webinar. Ich schalte dich mal auf. Bist du schon auf Stumm geschaltet? Ich werde jetzt hier die Moderatorrolle übernehmen. Ich hoffe, mein Bildschirm ist sichtbar. Ich muss noch auf Übertragen klicken. Jetzt passt es. Also, heute haben wir das Thema AutoCAD 2017 und die neuen Funktionen in dieser Version. Auf der Agenda finden wir die Themen Autodesk Desktop Application, die Migration der Einstellungen aus einer vorigen Version, Lizenzmanager, Änderungen bei 2D-Grafik, Änderungen in der Benutzeroberfläche, neue Funktionen, Mittellinie und Mittelpunktmarkierung, die PDF-Geometrie importieren ist ein großes Thema, Verbesserungen bei Koordinationsmodelle, Printstudio und Online-Zeichnungsfreigabe. Sehen wir, wie es geht. Zuallererst möchte ich auf den neuen Autodesk Desktop Application hinweisen. Diese Applikation ersetzt den alten Application Manager und Sie müssen sich dafür nicht im Autodesk-Netzwerk angemeldet haben. Sie finden diese Desktop Application rechts unten, wie üblich, wo früher auch der Application Manager war und das Ganze erscheint in einem neuen Layout und ist von den Funktionen her etwas verbessert worden. Wir haben hier oben links die Aktualisierungen alle zusammengefasst und darunter sehen wir die einzelnen installierten AutoCAD-Produkte und können dann uns im Grunde genommen die Information oder auch die Updates zu den einzelnen Produkten aufzählen lassen. Sie haben hier auch auf dieser Seite den Zugang wie auf den Autodesk oder AutoCAD-Hilfeseiten zu den Lernvideos, zu Artikeln und zum Produktsupport. Alles wie gehabt, aber in schönem neuem Kleid und verbessert. Als nächstes werden wir, wenn wir AutoCAD 2017 starten, das erste Mal zumindest, die neue Oberfläche sehen, um benutzerdefinierte Einstellungen zu übertragen. Das Ganze ist wie in den alten Versionen das erste Mal beim Start von der neuen Version. Sie haben hier oben die Möglichkeit, aus älteren Versionen, also nicht nur aus der unmittelbar vorherigen Version zu migrieren, sondern auch ältere Versionen auszuwählen.
Und Sie können dann hier, je nachdem, was Sie migrieren wollen, ein Häkchen setzen und es dort dann migrieren oder Sie sagen, alle auswählen oder alles löschen. Diese Funktion können Sie auch jederzeit wieder aufrufen aus dem Windows Startmenü und den AutoCAD-Programmen. Hier haben Sie die benutzerdefinierten Einstellungen migrieren, vom früheren Release migrieren, Einstellungen exportieren oder importieren. Das mache ich jetzt nicht, weil ich Autodesk schon gestartet habe. Dafür brauchen Sie dafür braucht man quasi ein nicht gestartetes Programm. Wenn Sie dann als nächstes das Programm starten, werden Sie aufgefordert, Ihre Seriennummer einzugeben oder eine Netzwerklizenz zu erstellen. Diese Netzwerklizenz ist, können Sie auch jederzeit umstellen. Früher ging das in der Windows-Registrierung. Und wenn Sie das einmal eingestellt haben, können Sie das hier im Programm, ich mache dazu einmal eine Zeichnung auf, Info über Autodesk, Lizenz verwalten und dort können Sie den Lizenztyp jetzt mit einer Funktion ändern. Also Sie müssen nicht mehr in die Windows-Registrierung gehen, um diesen Lizenztyp zu ändern, sondern können das hier direkt aus dem Programm heraus machen. Weil wir gerade diese Funktion offen haben, Sie haben auch die Möglichkeit, diese Lizenz zu entleihen. Das geht bis zu 6 Monate lang und während dieser Zeit können Sie quasi offline mit dem Programm arbeiten, ohne mit dem Lizenzmanager oder ja, wenn in dem Fall Lizenzmanager verbunden zu sein. Wenn Sie mit dem Programm arbeiten und die Verbindung zum Lizenzmanager verlieren oder zum Netzwerk, dann können Sie auch mit dem Programm weiterarbeiten. Das heißt nicht, ein Verbindungsverlust oder Netzwerkausfall heißt in dem Fall nicht, dass Sie sofort die Arbeit beenden müssen und wieder neu verbunden werden müssen. Solange das Programm offen bleibt, können Sie auch weiterarbeiten. Ein kleiner Tipp noch bei der Gelegenheit, der jetzt nichts mit der neuen Version zu tun hat, aber mit den Erfahrungen aus dem Support. Wir haben hier in dem Startmenü die Einstellungen auf Vorgabe zurücksetzen. Wenn Sie irgendwie seltsame Verhaltensweisen mit Funktionen von AutoCAD erfahren, die vorher nicht da waren, dann setzen Sie doch mal die Einstellungen auf die Vorgabe zurück. Das wirkt manchmal Wunder und behebt einiges an Problemen. So, kommen wir jetzt zum Programm selbst. Was hat sich geändert? Im Grunde kann man sagen, es hat sich auf den ersten Blick nicht viel geändert, aber das muss ja nichts Schlechtes heißen, denn wenn ich einige Kunden fragen würde, was würden sie sich wünschen, was in der nächsten Version neue Funktionen dazu geben soll, würden die sagen, ich brauche keine neue Funktion, ich hätte gerne das, dass das Programm schneller und besser funktioniert. Und nach dem Motto würde ich sagen, ist vieles hier unter der Haube verbessert worden, was man auf den ersten Blick gar nicht so sieht. Dazu gehört vor allem Verbesserungen im Bereich 2D-Grafikanzeige und 3D-Grafikanzeige. Wenn Sie eine Grafikkarte haben, die, ich gehe hier mal mit der rechten Maustaste auf die Grafikleistung, die DirectX 11 unterstützt und Sie haben die Hardwarebeschleunigung eingeschaltet, dann werden Sie deutliche Performance-Verbesserungen in dem Programm feststellen. Das fängt zum Beispiel damit an, dass in älteren Versionen, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Objekt oder ein komplizierteres Objekt kopieren wollen würde, ich mache das mal eben schnell, ich brauche noch den Mittelpunkt, der ist da. Ich kopiere das Objekt und während dieses Kopierens, diese Vorschau, war früher öfter mal entweder so blinkend oder die wurde nicht vollständig dargestellt oder wenn es etwas mehr oder
komplizierter war, wurden nur die Umrandungslinien, also ein Viereck dargestellt. Diese Vorschau ist zum Beispiel jetzt immer sichtbar und man kann dort wunderbar diesen Kopiervorgang auswählen. Ich habe das selber, es ist schwierig jetzt, das in diesem Webinar zu zeigen. Ich habe das selber gerade in einem Support-Fall erfahren, allerdings für Civil 3D. Dort ist das Programm abgestürzt mit einem relativ komplizierten DGM. Wenn man im 3D-Modus sozusagen wild herumgedreht hat, ist es nach ein paar Sekunden abgestürzt. Das passiert mit der neuen Version und der gleichen Datei nicht mehr. Wobei dieser Absturz meiner Meinung nach an dem DGM selber liegt. Nichtsdestotrotz sollte das Programm nicht abstürzen dabei. So, was hat sich weitergetan? Ich suche hier jetzt eine. Ah, wir sind hier. Eine Ansicht, die eigentlich erscheinen sollte. Ah. Entschuldigung, dass ich jetzt hier suchen muss. Hier sind wir richtig. In den Linienstilen für Punktstile hat es die folgende Veränderung gegeben. In früheren Versionen wurde ein Punktstil ziemlich klein und dünn dargestellt. Es war quasi ein Pixel, ein Punkt war ein Pixel. Dieser Linienstil wurde verbessert, indem jetzt dieser Punkt oder das Display von diesem Punkt an den Linienstil und den Linienstärke angepasst wurde. Das sieht man vor allem auch jetzt, wenn man hier von dem punktierten Stil wechselt in einen strichpunktierten Stil, sieht man, dass die Punkte jetzt visuell besser zu diesem Stil passen. Des Weiteren gibt es eine neue Systemvariable. Es ist herkömmlich, auch per Standardeinstellung in der Version 2017, nicht möglich, das ist ja hat er jetzt beibehalten, nicht möglich, hier auf die Lücke diese Linie auszuwählen. Da würde er gar nichts tun. Diese Variable heißt Line, einen Moment, jetzt muss ich Line Gap, Line Type Gap Selection, Line Type Gap Selection und steht normalerweise auf 0. Und wenn ich diese Linie jetzt hier auswählen möchte und bin auf der Lücke, passiert gar nichts. Das heißt, wenn ich diese Variable umstelle auf 1, kann ich auch diesen Linientyp in der Lücke auswählen und habe das Objekt ausgewählt. Das ist vor allem, ich gehe mal hier zurück auf die punktierten Linien, wo haben wir sie? Genau, und setze hier einen von Blockstil ein. Das ist vor allem schön mit diesem neuen, mit der neuen Funktion, wenn ich hier eine neue Linie zeichnen würde und würde gerne im Lot auf diese untere Linie ansnappen, dann geht das nicht auf die Lücke. Und jetzt mit der neuen Funktion kann ich hier quasi auf die Lücke den Punkt oder die Linie fangen und habe damit die Möglichkeit, hier schöner zu zeichnen. Die neuen 2D-Grafikfunktionen sind natürlich auch schöner und flüssiger bei Schraffurobjekten, wie dieses Vordach hier von dem Haus. Und wenn man das Ganze dreht im 3D, hat man das dementsprechend flüssiger. Es ist jetzt schwierig zu demonstrieren, aber
Das müssten Sie können oder müssten Sie dann selber ausprobieren. Gehen wir auf die nächste Neuerung. Früher war es so, wenn ich zum Beispiel den Layer-Status aufmache, Layer-Status verwalten, dann war dieses Fenster in der Größe fix und ich konnte es nicht skalieren. Diese Skalierung ist jetzt möglich. Das ist das kleinste mögliche. Hier habe ich eine Skalierung, ich kann es rauf und runter ziehen. Dasselbe gilt für andere Dialogfenster, wie die Seiteneinrichtung, den Attributeditor. Beim Einfügen von Attributen zum Beispiel, ja, ich benutze da den englischen Begriff mit Unterstrich, habe ich jetzt, das ist die ursprüngliche Version, ich habe hier eine, die Attribut-Einfüge-Dialog, ich habe hier eine kleine Vorschau und sollte ich jetzt hier zum Beispiel dieses Logo einfügen wollen als Block. Ich habe jetzt Attribute gesagt, es ist Block einfügen. Dann kann ich, habe ich zwar hier eine Vorschau, ich müsste aber genau wissen, was hier steht, um es auszuwählen, das Richtige. Hätte ich jetzt hier zwei verschiedene mit zwei verschiedenen Texten, dann ist das schon etwas schwieriger. Mit der neuen Skalierung ziehe ich das Fenster größer und ich habe quasi eine schöne große Vorschau von meinem Block, den ich hier einfügen kann. Des Weiteren, das hatte ich gerade eben schon angewendet, gibt es hier diese Auto-Vervollständigen-Funktion für die Namensleiste. Ich gebe einen Buchstaben ein, bin gleich bei dem Buchstaben H in dem Fall und kann hier eventuell über die Tastenkombination oder wenn ich mehr weiß, HSI, dann wird mir quasi hier der Text Auto vervollständigt. Wüsste ich zum Beispiel, es gibt einen Block, der irgendwas mit Titel zu tun hat, gebe ich TI ein und schon wird dieser Block gefunden und ich kann ihn mir hier aussuchen. Es hat außerdem eine Änderung gegeben bei der Variablen Pick First. Was heißt Pick First? Das ist eine Variable, die schon etwas älter ist, die allerdings durch Programmabstürze oder eventuell Drittapplikationen gerne zurückgesetzt wird auf Null. Bei der Gelegenheit stelle ich Ihnen gerne nochmal, das mache ich sehr gerne, die Systemvariablen unter den Express-Tools vor. Hier haben wir im Grunde genommen eine Beschreibung aller Systemvariablen. Oft ist es ja so, dass Sie eine Systemvariable ändern möchten und dann steht dort, dass Sie den neuen Wert eingeben sollen. Aber Sie haben überhaupt keine Ahnung, was denn als Wert überhaupt erkannt ist. Ist es ein Ein-Aus, ein 0-1 oder kann ich noch mehr eingeben? Mit Hilfe von diesem Systemvariablen-Dialog könnten Sie jetzt diese Variable suchen, in unserem Fall Pick First. Und Sie sehen eine kurze Beschreibung, allerdings auf Englisch. Was bewirkt diese Variable und welche Werte kann diese Variable annehmen und was passiert bei den entsprechenden Werten? Und Pick First heißt in dem Fall, Sie können ein Objekt zuerst auswählen und dann eine Funktion darauf anzuwenden. Wenn Sie das ausgeschaltet haben, können Sie die Funktion nicht darauf anwenden. In dem Fall würde bei dem Wert, prüfe mal schnell, was ich für einen Wert drin habe. Ich gebe das mal auf 0. Würde ich jetzt zum Beispiel diesen Block hier löschen wollen mit der Entfernen-Taste, würde normalerweise in Version 2016 gar nichts passieren. Und Sie wundern sich, warum kann ich diesen Block nicht löschen? Jetzt erscheint dieser Hinweis, dass Pick First nicht aktiviert ist, also auf 0 steht und ob ich das jetzt aktivieren möchte. Das ist ein kleiner Hinweis, um im Grunde genommen Verwirrungen zu vermeiden. Des Weiteren, was haben wir sonst neu? Das mache ich mal rückgängig.
Sie kennen bestimmt diese Tooltips. Wenn man auf ein Werkzeug klickt, erscheint im Grunde genommen der erst eine Kurzbeschreibung und nach einer kurzen Verzögerung, einer kleinen Verzögerung, eine weitere Beschreibung oder ein Video. Das geht jetzt bei mir recht schnell. Der Grund dafür ist, ich kann in den Optionen umschalten auf der Anzeige die erweiterten Quick-Infos und kann dort eine Verzögerung einstellen. Stelle ich hier zum Beispiel mal 3 Sekunden ein, sehen Sie den Unterschied. Wenn ich hier drauf gehe, sehe ich zuerst die Kurzhilfe sozusagen und dann nach 3 Sekunden klappt mir dieser Tooltip weiter auf. Wenn Sie also mit den Funktionen sehr vertraut sind und das nicht brauchen, dann können Sie diesen Tooltip hier auf 10 oder 15 stellen und dieses Aufklappen dieser zusätzlichen Tipps wird verhindert. Ich habe das gerne gleich zusammen. Weil wir schon bei den Optionen sind, auch noch ein kurzer Hinweis. Das haben wir gerade bei diesem Pick First gesehen. Es gibt da immer im Dialogfeld ein Kästchen, dieses Dialogfeld nicht mehr anzeigen. Und das können Sie im Nachhinein auch wieder anzeigen lassen. Und zwar, jetzt muss ich selber kurz schauen, wo das ist. Hier, und das System ist, dass bei den allgemeinen Optionen haben Sie die Einstellungen für ausgeblendete Meldungen. Da habe ich jetzt gerade nichts eingestellt. Aber sollten Sie dieses Häkchen einmal gesetzt haben und sich wundern, warum Sie kein Dialogfeld mehr bekommen, dann können Sie, haben Sie es entweder ausgeschaltet oder markiert, dass Sie es nicht mehr anzeigen lassen wollen und diese Dialogfelder können Sie hier wieder dementsprechend demarkieren und sich wieder anzeigen lassen. Nur als Tipp nebenher. Gut. Was haben wir jetzt als nächstes? Die Schraffuren. Kommen wir zu Schraffuren. Hier gibt es, wenn Sie mit Schraffuren arbeiten, eine Schraffur ersetzen, haben Sie hier die Einstellungen normalerweise und können sagen, meine Schraffur soll auf diesem Layer landen. EB6BUH. Wenn ich jetzt diese Schraffur setze, und mir die Eigenschaften anzeigen lasse, sehe ich genau, hier ist der Layer EB6BUH. Es gibt hier eine neue Systemvariable, sodass Sie nicht mehr in diese Einstellungen hinein müssen. Die Systemvariable heißt HP Layer, also Hatch Pattern Layer. Und Sie können hier, Sie sehen, es ist eingestellt jetzt hat, das aus den Einstellungen E6BUH. Sie können jetzt hier einen Layer anwählen oder Sie sagen, definieren einen Layer, der vorher noch gar nicht da war und legen somit einen neuen Layer an. Das ist der größte Unterschied bei diesem Tool. Dieses neue Layer anlegen ist meines Wissens nämlich gar nicht möglich in diesen Einstellungen zum Hatch-Pattern. Und wenn ich jetzt halt hier diese Schraffur anlege, sehen wir, ein neuer Layer wurde angelegt und es gibt und diese Schraffur auf diesem Layer platziert. Eine Neuigkeit im Thema Texteditor. Schauen wir mal, wir haben da eine. Nee, diesmal nicht. Gehen wir hier rein in diese Texte. Wir haben hier Texte und wenn ich diese Texte bearbeiten möchte, nehmen wir an, ich möchte aus dem großen F ein großes G machen, dann kann ich das wie gehabt machen und der Unterschied zu früher ist, ich komme aus diesem, wenn ich meine Eingabe mit Enter bestätige,
bleibe ich im Textbearbeitungsmodus. Das heißt, ich kann den nächsten Text gleich auf die gleiche Art anwählen und bearbeiten. Ich muss nicht wie immer wieder Text auswählen, bearbeiten, auswählen und dann eben das wählen, sondern ich kann hier flüssig nacheinander meine Texte bearbeiten, ohne aus dem Modus rauszukommen. In der Kommandozeile habe ich die Möglichkeit, den Modus umzustellen, eben auf einfach oder auf mehrfach. Einfach heißt, ich mache das für ein Textobjekt mehrfach. Ich komme aus dem Kommando und so lange nicht raus, bis ich Escape oder Enter gedrückt habe. Die neue Funktion, ich mache die alten Zeichnungen einmal zu, damit wir hier nicht in Konflikte kommen. Die neuen Funktionen Center Line und Center Marks, wenn Sie auf die Beschriften-Funktion gehen und werden Sie jetzt hier zwei neue Funktionsknöpfe finden. Eine Funktion zur Mittellinien-Generierung. Das Ganze ist relativ selbsterklärend. Es wird nach der ersten Linie gefragt, nehme ich einmal die und jetzt die zweite Linie wähle ich aus, die hier, und mir wird eine Mittellinie zwischen diesen beiden Linien generiert in einem bestimmten Stil und in einer bestimmten Farbe, die ich dann dementsprechend auch noch mit meinen Grips editieren kann. Die Linien, die ich auswähle, müssen nicht parallel sein. Sie können im Grunde genommen auch schräg zueinander verlaufen. Und diese Mittellinie ist an diese Objekte gebunden. Das heißt, dynamisch verlinkt. Wenn ich zum Beispiel diese Linie hier im Nachhinein verändern würde, dann sieht man, dass die Mittellinie dementsprechend immer noch zwischen diesen beiden Linien in der Mitte bleibt. Dasselbe für die Mittelpunktgenerierung. Für den Mittelpunkt werden wir aufgefordert, einen Kreis oder einen Bogen auszuwählen. Ich benutze da jetzt mal diesen Kreis. Und wir sehen, hier ist jetzt dieser Mittelpunkt kreiert worden, automatisch und schnell. Und wenn wir diesen Kreis verschieben, ist der Mittelpunkt mit verschoben. Ich sehe gerade, wir haben eine Zwischenfrage. Da wollte ich mal fragen, Bernd, ja. Was ist denn die Frage? Die Frage ist, welche Einstellung übernimmt der neue Layer, welche über HP Layer eingefügt wird. Der neue Layer für die Schraffurobjekte, darum geht es, glaube ich, der übernimmt die Standardeinstellungen wie ein, haben wir ja gesehen, jetzt habe ich schon zugemacht, die Schraffur war weiß. Im Grunde genommen war es dieser Stil schwarz-weiß. Und das sind die Standardeinstellungen, die ich auch für, wenn ich einen neuen Layer einlege, bekomme. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Danke, Carsten. Ja. Dann, apropos Einstellungen und Layer, Farbe und Stil, kommen wir zu den Stilen dieser Mittelpunkt- und Mittellinien-Generierung. Wie üblich kann man diesen Stil hier quasi pro Objekt in den Mittelpunktmarkierungseigenschaften einstellen, auch die Farbe und die Strichweite und Strichstärke. Wir haben aber dafür, um es global einzustellen, eine ganze Reihe von Systemvariablen wie Center Cross Gap, im Grunde genommen die Lücke, auf welchem Layer diese Centerpunkte oder Centerlinie liegen soll und so weiter. Das wird alles hier über diese Systemvariablen gesteuert. So, ich hoffe, man hört mich noch. Jetzt hatte ich aus Versehen einen Knopf gedrückt. Bin ich noch online? Nee? Ja, alles klar. Das nächste Thema ist meiner Ansicht nach eins der größten Themen für die neue Version von AutoCAD 2017, nämlich das viel
angefragte Importieren von PDF-Geometrien. Wie mache ich das? Im Grunde ganz einfach. Wir haben hier unter Einfügen ein PDF-Importieren-Funktion. Hier kann ich jetzt die Datei auswählen, wenn ich hier raufgehe und sagen wir mal, ich probiere das jetzt mal mit dieser PDF-Datei, bekomme ich eine Vorschau der PDF-Datei und kann sagen, die Import-Eigenschaften, ich kann den Einfügepunkt angeben, einen Maßstab, eine Drehung. Ich kann hier mit den PDF-Daten sagen, ich möchte Vektorgeometrie, Flächenfüllung, sollen Texte, TrueType-Texte eingefügt werden oder nicht, was passiert mit den Rasterbildern, wenn welche drin sind. Und sollen PDF-Layer verwendet werden oder sollen Objektlayer erstellt werden und so weiter und so fort. Und noch weitere Importfunktionen als Block importieren, Linienstärke-Eigenschaften anwenden, Linien- und Bogensegmente verbinden. Es gibt noch hier einen Optionenknopf. Dieser öffnet dann die Dateioptionen für Bildspeicherort für PDF-Import. Also wenn das PDF Bilder enthält, kann man hier einen Pfad angeben, wo diese Bilder denn gespeichert werden sollen. Wenn ich das bestätige mit OK, jetzt hatte ich den Einfügepunkt definieren angegeben, ich setze das mal auf Punkt 00 und habe dann im Grunde genommen meine komplette Datei als PDF importiert. Das sind jetzt halt Linienobjekte. Man hier mal in den Eigenschaften schiebt das mal auf die Seite, sieht, das ist eine Polylinie und dementsprechend werden diese Geometrien aus dem PDF importiert und umgewandelt. Das funktioniert natürlich am besten, wenn es ein Vektor-PDF ist. Eine zweite Möglichkeit, PDF-Daten zu importieren, funktioniert über die Funktion XREF oder Referenz. Ich kann diese PDF als Referenz definieren. So, am Bildschirm bestimmen und lege die mal daneben. Das machen wir ein bisschen kleiner, dann haben wir mehr Platz zum Gucken. So, das ist jetzt die Referenz und wenn ich diese Referenz anwähle, bekomme ich oben in meiner Leiste die Möglichkeit, die angezeigten Layer zu bearbeiten. Also das sind die Layer im PDF. Kann ich dementsprechend an- und ausschalten, was ich sehen möchte und was ich nicht sehen möchte. Die Bemaßungen oder nicht. Ich schalte das jetzt mal alles aus und lasse mir nur die Geometrien anzeigen. Und jetzt habe ich hier Import als PDF, Import als Objekte, die Möglichkeit, erstens hier wieder in meine Einstellungen zu gelangen. Das hatten wir eben schon. Was möchte ich importieren und wie soll es importiert werden? Und ich gebe quasi einen Rahmen an, welches Objekt dieses PDFs soll importiert werden. Und was möchte ich dann mit dem PDF oder mit der XREF machen? Will ich sie beibehalten, lösen oder entfernen? Ich löse sie mal. Und jetzt wird der Import durchgeführt. Meine XREF ist entfernt und ich habe dieses Teil aus dem PDF-Dokument hier als Geometrie importiert. Ich finde, das ist eine ganz tolle Funktion und wird wahrscheinlich auch viel angewendet werden. Eine Sache noch, was ich bei der Gelegenheit erwähnen möchte in Bezug auf Text. Nehmen wir mal dieses PDF hier. Das ist jetzt ein mehrseitiges PDF. Hier kann ich jetzt sagen, welche Seite ich im Grunde genommen importieren möchte. Und stelle sicher, dass TrueType-Text angeschaltet ist. Und importiere mal diese Seite hier an dieser Stelle. Und Text wird nur, oder als Textobjekte werden nur TrueType-Fonts erkannt. Das heißt, nur die TrueType-Fonts aus dem PDF werden auch in AutoCAD als Textobjekte eingefügt. Alle anderen Schriften, zum Beispiel SAX-Schriften, werden zwar auch eingefügt und angezeigt, so wie sie im PDF vorliegen. Warten wir mal, bis der Import abgeschlossen ist. Hier haben wir das.
das hier zum Beispiel, aber dieser Import der anderen Schriften, also der Nicht-TrueType-Schriften, erfolgt über Geometrien. Das heißt, ich bekomme Polylinien und Ellipsen und so weiter. Also einfache Geometrien, die die Schrift repräsentieren. In dem Fall haben wir zum Beispiel den Titel als TrueType-Text. Und ich sehe, ich habe einen M-Text, den ich dann entsprechend als M-Text auch bearbeiten kann. Das ist das Erste, was ich zu den PDF-Import sagen möchte. Und das Zweite ist, wir haben derzeit ein bekanntes Problem. Was, wenn PDF-Import nicht klappen sollte aus der XREF heraus, dann liegt das daran, dass relative Pfade eingestellt wurden. Unsere Entwicklungsabteilung arbeitet schon an der Lösung des Falles oder dieses kleinen Problems. Also im Augenblick funktioniert es nur mit absoluten Pfaden. Sollte es nicht funktionieren, überprüfen Sie bitte mal die Pfade. Aber ich denke mal, da wird es in der nächsten Zeit einen Hotfix dafür geben. Was haben wir weiter im Text? Ich öffne mal meinen. Stichwort Collaboration oder Zusammenarbeit im Internet. Nehmen wir an, Sie haben hier eine Zeichnung erstellt und ein Layout und würden gerne dieses Layout mit Ihren Mitarbeitern, die nicht in Ihrem Büro sitzen, quasi besprechen. So können Sie das über die A360-Funktion machen und die Funktion Konstruktionsansicht freigeben. Der englische Begriff ist für mich ein bisschen schöner, der heißt Share Design View. Der deutsche Begriff klingt ein bisschen hackelig, aber wenn ich das jetzt hier freigeben möchte, dazu müssen Sie in Autodesk, bei Autodesk eingeloggt sein, können Sie sagen, zum Beispiel jetzt im Browser publizieren und anzeigen oder publizieren im Hintergrund sozusagen und schickt mir eine E-Mail, wenn es fertig ist. Was passiert bei der ganzen Geschichte? Es wird quasi ein Browserfenster geöffnet. Sie werden in A360 angemeldet und die Datei wird automatisch zum A360 Viewer hochgeladen. Der A360 Viewer ist eine ganz tolle Sache, wenn Sie im Grunde genommen alle Formate, die Autodesk auch lesen kann, Autodesk Produkte auch lesen kann, anderen Menschen zeigen möchten, die jetzt eventuell kein Autodesk Produkt haben oder auch kein Autodesk Login. Und zwar können Sie hier im Grunde genommen Ihre Dateien hochladen. Der Mitarbeiter kann dann, ohne eingeloggt sein zu müssen oder das Produkt installiert zu haben, Teile des Produktes anschauen und Sie können direkt mit diesem Mitarbeiter dann auch kommunizieren. Das zeige ich Ihnen gleich, das wird gleich abgeschlossen sein. Noch ein Hinweis zum A360 Viewer, der ist im Augenblick sehr im Fokus von Autodesk und wird in den nächsten Zeit und nächsten Versionen auch von den Funktionen her ziemlich verbessert werden. Im Augenblick ist es zum Beispiel nur möglich, eine Zeichnung hochzuladen und diesen Link sozusagen einmal freizugeben. Jetzt sind wir schon fertig. Hier über Get Link. Und diesen Link muss ich mich kurz einloggen. Diesen Link, der ist dann 30 Tage lang gültig und mehr kann man im Augenblick nicht machen. In Zukunft soll es möglich sein, hier quasi bestimmte Nutzergruppen anzulegen, verschiedene Längen und Gültigkeitsdauern des Links sozusagen festzulegen. Ich habe dann hier in dieser Datei mein Modell, meine Modellansicht und kann dann hier im Grunde genommen einfach hin und her zoomen, rein und raus zoomen, wenn ich Kameras habe, die drehen, ich kann messen, ich kann eine Live-Überprüfung vornehmen, indem ich zum Beispiel hier ein Chatfenster starte und die Mitarbeiter
diese Überprüfung dann mit vornehmen. Layer an- und ausschalten. Und hier habe ich meine Layouts oder meine Designs. Das ist dann, würde dann so ausschauen. Es ist quasi das Layout, was ich in AutoCAD habe, kann ich mir hier auch anschauen. Dies funktioniert jetzt bei der Gelegenheit auch nicht nur mit DWG-Dateien, sondern mit Navisworks-Dateien, IMX-Dateien, 3D-Dateien, alles, was AutoCAD lesen kann. Dann kommen wir zur 3D-Grafik. Es ist im Grunde genommen das gleiche Thema wie die 2D-Grafik. Wir haben hier Leistungsverbesserungen in dem Sinn, dass wir zum Beispiel früher, wenn wir etwas komplexere Modelle hatten mit vielen 3D-Solids oder Volumenkörpern und dann zum Beispiel mit Shift und mittlerer Maustaste in diesem Modell gedreht und uns navigiert haben, dass wir quasi teilweise die Geometrien gar nicht mehr angezeigt hatten. Ich hoffe, weiß nicht, ob wie gut das jetzt über das Web-Interface rüberkommt. Jedenfalls wird hier im Grunde genommen die Anzeige sehr viel flüssiger und sehr viel schöner auch in der Vorschau, während wir uns in dem Modell bewegen. Eine Systemvariable bei der Gelegenheit noch. Die normale Systemvariable in AutoCAD ist unser Rot, Grün und Blaukreuz, also unser Fadenkreuz. Ich kann diese Anzeige über Cursor Type umstellen. Es gibt hier die 0, also Standard oder 1. Und 1 ist im Grunde genommen mein Standard Windows-Zeiger. Ich denke mal, das wird in Zukunft auch noch anpassbar sein, dass man da noch andere nehmen kann. Im Augenblick können wir umschalten zwischen eben unserem Standard Windows-File und unserem Fadenkreuz. Ich stelle das mal zurück eben. Kommen wir zum Thema Koordinationsmodelle. Das ist ein Thema, was seit Version 2015/16 aufkam. Im Grunde genommen geht es hier um die Interoperabilität zwischen zum Beispiel Navisworks-Dateien und AutoCAD. Und Sie können quasi, ich mache diese Zeichnungen mal zu, Navisworks-Dateien direkt in AutoCAD öffnen. Und zwar geht das über Einfügen, wie eine XREF zuordnen. Und dann kann man hier diese Navisworks-Datei zuordnen und öffnen. Wir haben hier die Pfadangaben, alles, was wir normalerweise auch bei XREF haben. Ich lasse das jetzt mal in einem Bildschirm bestimmen nicht. Ich füge das jetzt mal mit den Standardvorgaben ein. Und es gibt hier im Grunde genommen Leistungsverbesserungen und die Möglichkeit direkt, man sieht das hier, dass es im Grunde genommen jetzt ein angefügtes Modell ist. Vorher oder in der vorigen Version konnte man dieses Modell im Grunde genommen mehr oder weniger nur anzeigen lassen. Und jetzt ist es möglich, mit dem Modell zu arbeiten. Ich habe hier zum Beispiel die Möglichkeit, direkt auf das Modell anzusleppen. Ja, ist mein Snapping angeschaltet. Hier haben wir ihn und kann dann im Grunde genommen direkt mit diesen Geometrien arbeiten und darauf auf diesem Modell aufbauend oder ansetzend weiter konstruieren oder ergänzen. Kommen wir zum heutigen letzten Thema. Das ist das Thema Print Studio und 3D-Druck. Ich hoffe, das öffnet sich jetzt zügig. Print Studio ist ein Programm, was Sie frei laden können von Autodesk und im Grunde genommen ein
Können Sie in diesem Programm Ihr Modell aufbereiten für den 3D-Druck? Nehmen wir an, wir haben jetzt dieses Haus hier und möchten das an einen 3D-Drucker schicken. Dafür brauchten Sie vorher andere Programme, wie zum Beispiel AutoCAD oder Autodesk Memento. Und jetzt können Sie das direkt aus AutoCAD heraus diesen Printer ansteuern. Sie müssen dafür im, na, jetzt geht gerade nichts. Sie müssen dafür im 3D-Modus sein oder im, ja, jetzt arbeitet er im Hintergrund. Sie müssen im 3D-Modus sein und falls Sie Print Studio nicht installiert haben, wird beim Aufrufen der Funktion ein Auswahlmenü erscheinen, ob Sie es jetzt laden und installieren möchten. So, das mache ich mal zu, der Hoffnung, dass es dann etwas schneller geht. Jetzt, also wir wechseln in den, hier sind wir, wir wechseln in den Arbeitsbereich 3D-Modellierung. Ja, eine Frage haben wir, gerne. Kann man beim Einfügen von Navisworks-Dateien auch Navisworks-Schnitte aktivieren und Punkte in Schnitten fangen? Ohne es jetzt ausprobiert zu haben, würde ich sagen ja, aber ich müsste es selber testen. Kann ich jetzt gerade hundertprozentig nicht sagen. Danke. Gut, wir sind jetzt hier im 3D-Modus, gehen auf Ausgabe und da haben wir das Logo für unser Print Studio und ich wähle meinen Volumenkörper aus, in dem Fall alles, und schicke es an Print Studio. Jetzt wird, wir sehen es rechts unten, meine ganzen Volumenkörper werden zu einem Objekt zusammengeschweißt und vereinigt. Es dauert ein paar Sekunden, es sind immerhin einige tausend Objekte. Und sobald das passiert ist, öffnet sich Print Studio und dort können Sie weitere Netzverfeinerungen, Netzanpassungen und Skalierungen auf den entsprechenden Drucker vornehmen. Sie können dann diesen Drucker auch, hier haben wir eine kurze Vorschau, wie das Ganze ausschauen wird. Ich sage jetzt hier einfach mal okay. Sie können dann aus diesem Print Studio heraus direkt den Drucker anwählen und ein 3D-Modell drucken, wenn Sie einen Drucker haben. Oder Sie speichern eine Datei, die der Drucker lesen kann, nehmen ihn mit auf dem USB-Stick zu jemandem, der einen Drucker hat und können dann die Datei dort ausdrucken. Ich warte jetzt nur kurz, bis das Print Studio geöffnet ist, dass Sie das einmal gesehen haben. Und wie gesagt, es ist ein freies Werkzeug. Bisschen groß im Augenblick. Ich sage jetzt mal, es soll skaliert werden, so dass es diesen Drucker in diesem Drucker Platz hat. Ich kann mir den Drucker auswählen. Im Augenblick ist der Replikator 2 ausgewählt. Ich kann aber auch der Autodesk Ember ist unterstützt und eben eine Liste weiterer 3D-Drucker und 3D-Druckformate. Hier habe ich noch ein paar, skalieren wir das nochmal. Hier haben wir ein paar Funktionen, das ist wie so ein Wizard, der Sie da durchführt, was man alles der Reihe nach machen kann. Und anschließend haben wir hier den Export oder dann eben diese Druckfunktion zur Verfügung. So, das war es jetzt von meiner Seite. Wir haben jetzt noch 5 Minuten für den Rest der PowerPoint und eventuelle Fragen.
Auf meiner Seite bedanke ich mich schon mal und hoffe, Sie beim nächsten Webinar wieder begrüßen zu dürfen. Bernd, du darfst übernehmen. Ja, danke Carsten. Und ich mache mich mal wieder als Präsenter. So, wunderbar. Schau mal Screen. Jetzt mal ein bisschen, müssen wir mal kurz durchflutschen. Na? Ja, ein bisschen. Ist ein bisschen langsam gerade, tut mir leid. Wie hängt es gerade? So. Also bevor wir zu Ihren Fragen kommen, habe ich jetzt noch eine Frage für Sie. Und zwar, ja, sage ich mir eine Testfrage. Haben Sie in dem heutigen Webinar was gelernt? Ja. Naja. Also bei neuen Features geht man davon aus, dass eigentlich fast 100% was gelernt haben. Aber es gab natürlich auch Leute, die im Beta-Programm mitgemacht haben und deswegen kommt man auf nicht ganz 100%, sondern auf 96%. Ja, danke dafür und ich möchte jetzt abschließend noch ein paar Sachen noch sagen. Erstmal vielen Dank für die Präsentation, Carsten, und dann möchte ich noch auf das Autodesk Knowledge Network aufmerksam machen. Da finden Sie die ersten Schritte, Lernen, Untersuchung. Sie finden hier auch Artikel zur Fehlerbehebung, wenn Sie irgendwelche Probleme haben mit Ihrem Programm. Geben Sie dort eine Suchfrage ein, das sind inzwischen tausende von Artikeln, die vielleicht ganz spezifisch auf Ihre Situation zutreffen. Sie finden auch die Systemanforderungen. Nicht jeder Rechner, sage ich mal, ist geeignet für AutoCAD oder für die vertikalen Produkte von AutoCAD. Sie haben dort einen Schnellzugriff auf die Hotfixes, Service Packs und möglichen Extensions für AutoCAD und LT. Dann, wenn Sie noch weitere Fragen haben, dann kontaktieren Sie uns bitte. Sie können uns direkt anmelden über diese E-Mail-Adresse mit dem Subject Build Your AutoCAD Key IQ, dann werden wir dann direkt darauf antworten. Dann sehen Sie hier noch einen Link, da können Sie dann direkt Fragen zu bestimmten AutoCAD-Webinaren oder Sie können auch einfach Ideen mitteilen, was für Wünsche Sie haben für zukünftige Webinare. Bernd, kann ich dazu kurz noch was sagen ja. Zu dem Thema? Es gibt die Möglichkeit im Autodesk Forum, im deutschen Forum, gibt es einen eigenen Themenbereich für das Webinar. Dort können Sie auch Ideen und Anregungen und Wünsche einstellen. Wir lesen das auch. Genau, Sie sehen es auch hier unten. Wenn Sie auf dieser Seite sehen, sehen Sie unten diesen Abschnitt Feedback und dort können Sie es dann direkt eingeben. Einer von den Links von der Datei, die wir Ihnen dann zusenden nach dem Webinar, verweist auf diese Seite. Dann können Sie es dann von dort aus direkt dann hier drauf gehen und Feedback geben. Ja, Thema ist noch nicht ganz klar über das nächste Webinar, aber der Termin steht. Es wird der 12. Mai sein, gleiche Zeit, 14 bis 15 Uhr. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich freuen, Sie bald wieder hier begrüßen zu dürfen. Dankeschön. Wiederhören.